ein Knall. Rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall. Rotes Gummiboot, und erst im Abendrot kommen wir nach Haus. Hi, hallo und herzlich willkommen. Ja, der Toolboy, der hat auch einen Knall. Rotes Milwaukee-Messer, und zwar nicht nur eins. Und die möchte ich euch heute alle zeigen. Und deswegen sind wir hier schon mittendrin im Milwaukee-Messer-Spezial. Nichts riskieren, abonnieren. Angefangen hat alles in Rising of the Toolboy mit diesem tollen Milwaukee Fastback-Klappmesser mit einer feststehenden Klinge, die schön in der Mitte, wo die Schneidenlänge in der Mitte der Klinge ist, die man hier riegeln muss, dass man es einklappen kann und hier auf den Knopf drücken muss, dass man es ausklappen kann. Das hat einen ergonomischen Kunststoffgriff und außerdem da hinten einen Federstahlbügel zum an den Gürtel hängen. Den kann man auch in zwei verschiedenen Varianten anklemmen. Und dieses Messer, das habe ich euch gezeigt in meinem ersten Video, Top 3 Werkzeuge. Und das ist auch beim Bauforum gelaufen. Dann hat mir der André Brockschmidt einen Tipp gegeben, und zwar dieses tolle Schnappmesser, muss man ja schon fast sagen, auch von Milwaukee, heißt auch Fastback, und es hat eine wechselbare Trapezklinge, die habe ich mittlerweile ersetzt durch eine aus Carbonstahl, die gibt es sogar in Keramik, ganz abgefahren. Die hat auch eine tolle Federklinge, die kann man allerdings nicht versetzen. Die hat auch, so wie das Fastback, eine Öse hier. Und die hat außerdem da unten, wenn wir aufmachen, eine Ersatzklinge drin. Also wenn man das sehen kann, die kann man dann hier rausnehmen. Also hat man eigentlich immer vier Schneiden dabei. Vorne hat sie einen Deckel, einen Kapselheber oder einen Flaschenöffner. Und hier hinten hat sie einen Wechselbit. Und zwar Kreuzschlitz und Schlitz, den man in zwei Stellen einrasten kann. Hier auch ganz fest zum Anziehen. Und dann gibt es noch so eine Mittelstellung, wo er einrastet, aber da ist er nicht fix. Und hat insgesamt 6 Funktionen, wenn ihr mitzählt habt. Hat ich noch eine mehr, und zwar ist da vorne so eine Tasche. Da kann ich mein Maßband reinmachen, zum Beispiel das 5 Meter Maßband für Milwaukee. In der Klasse 2 ist es. Und dann kann ich das hier klemmen und schön auf Länge sägen, schneiden. Boah, sägen kann das noch nicht. Sägen kann die Sawzall, auch ein tolles Werkzeug von Milwaukee. Aber um das soll es nicht gehen. Es gibt außer der Sawzall noch die Inkzall, aber um das soll es auch nicht gehen. Wir bleiben bei den tollen Messern. So, dann waren wir beim Fastback, das war das erste. Das hier war das zweite, wo ich mir geholt habe. Und es gibt noch ein kleines Milwaukee Fastback mit so einer feststehenden Klinge und auch einen Federstahlhalter da hinten und eine Öse. Auch ergonomischer Griff, den man ordentlich räubern kann. Und es gibt ein ganz tolles, wieso ich dieses Video auch mache, aber da komme ich dazu später. Dann gibt es hier auch noch eins für Trapezklingen, wo man die Trapezklinge halt auch aushängen kann. Das hier ist so eine von Milwaukee, wo man in drei Stellungen arretieren kann. So eingefahren, so Mittelstellung, vier sogar. Und da hinten auch noch ganz drin. Also es sind eigentlich 3, 1, 2 und 3. Ja, das hat auch so Aluminium-Druckguss. Die hier waren ja bis jetzt alle aus Kunststoff. Hier hinten auch eine Feder oder ein Federstahl-Gürtelhalter und hier eine Öffnung für eine Öse. So, dann springen wir mal hier rüber, weil das sind auch zwei tolle Messer. Ja, da ist auch noch zwei Messer gegeneinander, nennt sich dann Schere. Kennt ihr vielleicht aus dem Scheren-Spezial, tolle Nummer. Und hier ein schönes Cuttermesser mit einer 25er Klinge und vorne auch ein Stahlrädle, wo man hier die Klinge wechseln kann, wo eine Öse hat aus zwei Komponenten Stahl. So, wieder back zu diesen tollen Messern für die Hosentasche. Da gibt es jetzt noch eins, auch aus Kunststoff, auch mit diesem Schnappmechanismus. Das hat hier hinten eine Klinge aus Federstahl, einen Halter für den Gürtel und eine Öse. Und man kann natürlich wie bei den anderen hier das Messer auch wechseln.
Und das hier hat da vorne den Einschub, dass sie mit Maßband arbeiten kann. Und ist quasi der Bruder von dem hier. Also, die gibt es in allen Variationen. Ich glaube, mir fehlt nur noch ein einziges. Wer sich ein bisschen auskennt, nein, mir fehlen. Es gibt nur so heftiges. Und aber hier von diesen Klappmessern, da fehlen mir gar nicht mehr so viele. Und ich habe das hier und das ist das einzige aus Metall mit einem Metallgehäuse. Geht auch so auf, auch wieder gleiche Funktionen, da vorne den Halter, seht ihr, mit dem habe ich schon ein wenig mehr gearbeitet. Und hier im Griff vor allem vier Klingen, auch hinten wieder Gürtelhalter aus Federstahl, eine Öse zum Einhängen und hier ist sogar noch Sicherheitsmesser am Start. Also haben wir Cuttermesser, Teppichmesser, Sicherheitsmesser und Schere. Da ist ja schon mal die halbe Miete, Säge haben wir schon gesehen. Also das hier ist das einzige aus Metall. Kann ich auch sagen, das ist 48-22-15-02. Findet ihr alle unten in der Beschreibung. Und dann habe ich was gesehen, habe ich sofort haben müssen. Ist neu erschienen, auch von Milwaukee, Kunststoffgriff. Kann ich wieder auf zwei Seiten, also ist quasi ja, mit dem hier verwandt, anschlagen. Diesen tollen Halter, das hat hier unten einen Bithalter mit Kreuz und Schlitzbit, eine Öse, einen Deckelheber, Kapselheber hier und halt auch hier die Funktion so aufzuklappen und eine feststehende Klinge mit Wellenschliff. Geil. Und dann wisst ihr ja, die Kurzschliffverbindung zwischen zwei Punkten ist eine gerade und wenn man da Radien reinschleift, war glaube ich irgendwie sowas wie D mal Pi der Umfang, wird es dann länger. Dann habe ich hier längere Schneidenlänge, ja ich weiß, Klugscheiße und so. Aber ihr wollt ja auch vielleicht ein bisschen was lernen. Ich mache das auf jeden Fall täglich hier in meinem Werkzeugkeller. Und da, hey, echt, echt cooles Messer. Zieht euch das mal rein. Ich klappe die jetzt alle mal auf für euch, dass ihr da noch einen Größenvergleich von den Schneiden habt. Das fahren wir ganz aus. Und das ist halt auch schön klein und liegt gut in der Hand. Und dann hier das kleine Trapezmesser, das aus Metall und dann das mit den vielen Funktionen. Seht ihr, die sind alle schon ganz ähnlich und echt eine Empfehlung. Ja, Sortsoll und Inkzoll legen wir auch noch her. Ah, ich habe noch viel mehr von Milwaukee, bin ein richtiger Milwaukee-Fan mittlerweile. Ja, was soll ich sagen? Starke Messer einfach. Das hier und das hier ist eigentlich ein Must-Have in der Werkstatt, wenn ihr mich fragt. Danke fürs Zuschauen, lasst mir ein Like da und bis bald.